stehen hier im absoluten Halteverbot auf einem Radfahrschutzstreifen. Ja, ich weiß. Wissen Sie? Ja, bin gleich weg. Ja, eigentlich wäre sofort besser, ne? Sie wissen, dass das hier 5-Meter-Bereich, Sie hier nicht parken dürfen? Sie sind auf einer Busspur. Ja, weiß ich. Ach, wissen Sie, und warum machen das trotzdem? Andreas Schwede ist Falschparkerjäger. Über 1000 Fahrzeuge hat er den Ordnungsämtern bereits gemeldet. Mir geht es einfach darum, dass Autofahrer bestimmte Sachen respektieren. Berlin. Im Jahr 2017 gab es rund 2,5 Millionen Strafzettel für Falschparker. Andreas Schwede hat dazu beigetragen. Seine Motivation, die Rechte von Radfahrern und Fußgängern verteidigen. Ich erlebe, wie auch viele andere Betroffene, dass Autofahrer sich immer mehr die Stadt oder die Flächen erobern, die ihnen auch gar nicht zustehen. Das heißt, also Autofahrer sich einfach irgendwo frech auf Radwege, Gehwege hinstellen. Ja, und ich finde, wenn mehrere Verkehrsarten aufeinandertreffen, dass es ein Miteinander geben sollte. Und was hier ist, ist mehr ein Gegeneinander oder ein der stärkere Gewinn. Hauptberuflich arbeitet Andreas Schwede als Stadtführer. Durch seine Touren kennt er die Straßen, in denen illegal geparkt wird. Dazu zählt eine Busspur in Berlin-Mitte. Hier gilt absolutes Parkverbot. Radfahrer dürfen diese Busspur auch mitbenutzen oder sollen sie auch benutzen. Aber wo sollen sie denn sonst fahren? Also links vom Bus wäre Quatsch, auf dem Gehweg sowieso nicht. Und es wäre auch für Radfahrer durchaus zumutbar und angenehm, wenn da keine Autos stehen würden. So haben wir die Situation. LKW, so wie der hier. Der will die Spur vollkommen ausfüllen. Und für Radfahrer eine sehr gefährliche Sache. Die fahren also zwischen den fließenden Verkehr und den falsch parkenden Autos. Und wenn da mal ein Falschparker die Tür aufreißt, dann haben wir einen schweren Unfall. Andreas Schwede bemerkt den ersten Falschparker. Stehen ja auf einer Busspur. Ja, weiß ich. Ach, wissen Sie, und warum machen Sie das trotzdem? Nee, Sie müssen gar nicht, Sie müssen jetzt weiterfahren. Sie dürfen ja nicht mal anhalten. Nochmal, Sie dürfen hier nicht drauf fahren, nicht halten. Ja, das weiß ich, aber ich muss auch nicht versuchen. Das war kein Park. Vielleicht, wo es erlaubt ist. Das weiß ich, alle Parken, aber der ist... Dadurch wird es nicht besser. Der parkt auch falsch, warum? Ja, müssen Sie sich selber fragen, Sie sind einer dieser Leute. Ja, warum? Ja, weiß ich nicht. Ich hier weil Sie noch am Auto sind, die anderen kommt die Polizei, kümmert sich. Die Polizei kommt, ja, soll er kommen. Sollen die hier in Berlin bitte... Der scheiß Merkel hier irgendwie Parkplätze schaffen. In Berlin die scheiß Merkel. Okay, was hat jetzt die Merkel damit zu tun? Auch interessante Äußerung. Es ist Frau Merkel schuld, dass sie keinen Parkplatz hat. Diese Argumentation war mir neu. Gerade wenn jemand also in Zivilkleidung sie anspricht, wissen die meisten, es hat keine Konsequenzen. Und dann kommt meistens eher, dass rumgepöbelt wird, also dass dann irgendwo also Beleidigung noch das weniger Schlimme ist, dass das hingeht auch bis, wenn man es eskalieren lassen würde, also diskutieren würde, dann auch bis zur Bedrohung. Wir stehen ja auf einer Busspur. Die gefährden, behindern Busse, Fahrrad. Wir stehen, aber wir fahren weg. Das ist schon mal gut. Ja, und ansonsten ist das ein 35-Euro Parkplatz. Wir fahren weg. Also ich habe kein Verständnis, wenn jemand auf einer Busspur auch nur kurz parkt, weil auch nur dieses Kurze, also in jedem Moment kann die Situation entstehen, wo ein Radfahrer dort ausweicht. Und das ist eine stark befahrene Hauptverkehrsstraße. Ne? Und da finde ich es unakzeptabel. Also es wäre so, als ob du mich jetzt fragst, ob ich was gegen einzuwenden hätte, wenn mal jemand kurz auf der Autobahn anhält. Da würde auch jeder sagen, nee, ist irgendwie wohl grober Schwachsinn, ne? Die kann man nicht dulden. Andreas Schwede ruft die Polizei. Nur sie und das Ordnungsamt sind berechtigt, Falschparken zu ahnden. Schönen guten Tag. Guten Tag. Schwede, mein Name. Sie sind von wo? Ich kümmere mich eben, also auch als Bürger dieser Stadt politisch auch um eben zum Beispiel Busspuren, wo auch Radfahrer gefährdet werden. Und uns geht es eben darum, auch zu dokumentieren, dass hier auch wirklich durchgegriffen wird, mal dass hier auch freigemacht wird. Wie oft haben Sie das ja so, dass Sie ja freimachen? Also ich persönlich habe diese Einsatz schon öfter gemacht. Wir hatten schon letztes Jahr so eine Aktion, drei, vier Mal haben wir das schon gemacht. Wenn Sie nicht die mal so konsequent mal irgendwie eine Woche ein Stück mal freimachen, dann hätte es vielleicht auch nachher... Wir haben schon drei Tage gemacht hintereinander. Und nach dem dritten Jahr waren schon ein bisschen besser, oder? Naja, kurzfristig. Das ist ja das Problem. Mein Problem ist auch, also was ich beobachte ist, wenn Sie ja freigemacht haben, dass wenn Sie weg sind, stellen sich sofort wieder welche ganz dreist hier wieder hin. Also die sind besonders dreist. Die 15 Falschparker erhalten einen Bußgeldbescheid über 35 Euro.
Außerdem ruft die Polizei einen Abschleppdienst. Für die Fahrzeughalter bedeutet das Zusatzkosten von je 250 Euro. Erfreulich, dass die Busspur von der Polizei freigeräumt wurde, dass die Polizei dann auch in einer wirklich hinreichenden, ausreichenden Mannstärke dort erschien und dann auch gut und konsequent gearbeitet hat. Was daran nicht nachhaltig ist, ist, was auch ein Polizist erklärt hat, ist, dass sie das leider nicht jeden Tag machen können von ihrer eigenen Entscheidung heraus. Also es müsste ihnen von oben angeordnet werden. Und auf diese Anordnung warte ich mal, dass sie von oben, also auch von der Politik mal kommt, dass man einfach sich das Problem mal annimmt und sagt, wir stellen jetzt jeden Tag Polizei in, solange bis gut ist. Bei seinen Spaziergängen kontrolliert Andreas Schwede regelmäßig im Stadtteil Tempelhof. Die Kreuzung in einer Wohnsiedlung ist immer wieder zugeparkt. Wenn ein Auto so steht wie die hier, also 5-Meter-Bereich, heißt von dem Schnittpunkt, wo sich die Straßenkanten treffen, 5 Meter, das ist jetzt vielleicht ja, 1 Meter. Der würde ich sagen, weniger als 1 Meter. Wenn jetzt hier ein Kind über die Straße gehen möchte, das wird hinter dem Auto weniger gut gesehen. Also ich müsste, um Sicht in die Straße reinzuhaben, müsste ich bis hier vorlaufen, dann stehe ich schon fast mitten auf der Kreuzung. Ja, und gerade auch also kleine Kinder, die werden eh hinter Autos schlechter gesehen. Oder jemand mit einem Rollstuhl, ne, der so weit rausfahren müsste. Oder jemand, der einen Kinderwagen vor sich her schiebt, der müsste auch den Kinderwagen fast in die Kreuzung reinschieben, damit er selbst was sieht. Und das ist eine Gefahr, die allerdings Polizisten nicht gerne sehen. Gerade als Andreas Schwede die Ordnungshüter verständigen will, fährt einer der Falschparker weg. Doch nur ein paar Meter weiter kommt schon der nächste Pkw. Sie wissen, dass Sie im 5-Meter-Bereich parken? Bitte? Sie wissen, dass das hier im 5-Meter-Bereich Sie hier nicht parken dürfen? Na, einfach, Sie gefährden auch zum Beispiel Kinder. Da ist die Uferfabrik mit einem Kinderbauernhof. Hier kommen Kinder her. Die werden vielleicht hinter ihrem Auto nicht gesehen. Ja, umso schlimmer, dass sie sogar selbst ein Kind haben. Aber ich bin hier seit 2 Jahren mit der Kleinen unterwegs und habe noch keine Gefährdung festgestellt. Ach so. Haben Sie noch nie in der Zeitung gelesen, irgendwo Kind wo, lief über die Straße, wurde vom Auto übersehen? Haben Sie noch nie gelesen? Ja, an der Ecke vielleicht noch nicht. Aber gilt für jede Ecke, wo der erste Unfall passiert, da hat es vorher auch noch nie diesen Unfall gegeben. Das Ordnungsamt und lassen hier Autos umsetzen oder abschleppen? Gegebenenfalls auch das, ja. Ja, das glaube ich. Naja, anders lernen Sie es ja offensichtlich nicht. Aber gut, wir können auch das Gespräch an der Stelle beenden. Selbst also eine Mutter, die einen Kindersitz im Auto hat, die sich hier an die Ecke stellt, der man erklärt, da kann ein Kind über die Straße laufen, was vom Auto nicht gesehen wird, überfahren wird. Selbst Eltern interessiert das nicht. Ja, und das ist was mich gar nicht interessiert, sondern dass ich die Menschen ja sehr rücksichtsvoll erlebe. Man passt hier aufeinander. Die Leute aus der Ufer sind nicht jeder für sich allein, so wie andernorts in der Stadt, sondern die Leute hier sind noch miteinander. Und das bin ich auch. Ich bin achtsam. Das könnte ich für jeden anderen Autofahrer auch sagen, der hier langfährt. Das weiß ich nicht. Genügend Leute, die hier durchbrechen, wie die Bekloppten. Ja. Und das hat irgendwas mit dieser Ecke hier zu tun? Das macht eine Ecke unübersichtlich. Was damit zu tun, dass Kinder hier nicht gesehen werden? Wenn da ein Auto, deshalb gibt es den 5-Meter-Bereich, deshalb gibt es hier so einen Kreuzungsbereich, damit ja, an Leute, die Ecken die Straße überqueren, besser gesehen werden. Erzählt es an solchen Ecken auch? Ja, natürlich. Ja. Okay. Es erklärt sich mir nicht, aber gut. Lernt man normal in der Fahrschule. Also ich persönlich bin auch fair, dass ich, bevor ich jemanden abschleppe, ich auch so fair bin, auch Falschparker anzusprechen. Das heißt, wenn ich irgendwo die Polizei rufe und ich sehe, dass da sich jemand hinstellt, bin ich eigentlich so fair, die auch zu sagen, dass sie da nicht stehen dürfen. Und ich erlebe höchst selten Einsicht. Ich erlebe höchst selten, dass jemand dann wirklich aufgrund dessen wegfährt. Also ich erlebe, was dann manchmal auch belustigend ist, dass jemand sogar, also neulich meinte einer zu mir, ich sei doch ein bisschen doof. Weil ich darauf hingewiesen habe, dass er auf einem Radfahrschutzstreifen im absoluten Halteverbot steht. Ja, und er wurde dann hinterher abgeschleppt. Das war dann halt, hätte nicht sein müssen. Die Frau fährt weg. In Berlin kommt der Abschleppdienst jährlich 60.000 Mal zum Einsatz. An manchen Tagen ist Andreas Schwede 4 Stunden unterwegs, um nach Falschparkern Ausschau zu halten. Ja, wir haben hier die Situation, dass hier eine sehr stark befahrene Straße ist, wo kaum Platz für Radfahrer ist. Mit einem nicht sehr üppigen Radweg, der zwar nicht benutzungspflichtig ist, aber doch von Radfahrern benutzt wird, auch wenn ich hier mit dem Fahrrad langkomme, benutze ich ja lieber den Radweg als dort die Fahrbahn da drüben.
Aber das Problem ist, dass dieser eh schon schmale Radweg auch noch PKWs drauf parken. Das heißt, also wenn ich ja nicht den Spiegel hängen bleiben will, weiche ich also so weit aus, dass ich auf dem Gehweg fahre. Der ist ja auch nicht sehr üppig breit. Das heißt, also ich bin gezwungen, als Radfahrer hier auf dem Gehweg auszuweichen. Hier kommt es ganz blöd und mir springt ein Hund vors Fahrrad und ich fahre den Hund an, bin ich schuld. Andreas Schwede selbst ist meistens mit dem Fahrrad unterwegs. Die Verkehrsverordnungen hat er sich über Jahre angelesen. Also so ein Radweg würde heute nicht mehr genehmigungsfähig sein als neuer Radweg, weil er ist gerade oder noch nicht mal einen Meter breit. Ja, und also wenn ich jetzt das Auto noch abziehe hier, dann bleiben jetzt hier, also wenn man noch einen Spiegel dazu nimmt, bleiben jetzt vielleicht so 60 cm. Also mein Fahrradlenker ist 63 cm breit. Ja, das heißt also, der Platz reicht hier nicht. Für Andreas Schwede eine klare Verkehrsbehinderung, kurz VBH genannt. Er ruft die Polizei. Schönen guten Tag, Schwede. Ich bräuchte jemand für eine VBH, und zwar in Mariendorf, die Großbärenstraße. Und dort parkt ein PKW auf dem Radweg. Alles klar. Ja, alles klar. Ich erwarte am Ort. Danke. Andreas Schwede ruft bei seinen Kontrollgängen in der Regel 5-mal die Polizei an. Die sind verpflichtet, jeder Anzeige nachzugehen. Schwede ist bei der Polizei bereits bekannt. Schwede, mein Name. Ich habe Sie angerufen. Es geht um den hier, der ragt hier in den Radweg rein, sodass Radfahrer auf den Gehweg ausweichen müssen. Genau. Wo Radfahrer auch nichts zu suchen haben. Es gibt auch Radfahrer mit Anhänger, die hier noch breiter sind, die noch weniger Platz haben. Es geht darum, dass hier der Radweg freigemacht wird. Das ist eine Ordnungswidrigkeitsanzeige, schreibe ich zu dem Herrn. Eine Umsetzung reicht das nicht aus. Warum reicht das nicht? Der Radweg ist nicht mehr benutzbar für Fahrradfahrer. Mit Sicherheitsabstand kommt man da nicht dran vorbei. Das ist eine Behinderung, stimme ich Ihnen zu. Das heißt, leider an den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Da tun Sie doch gerade verletzen. Das ist ein Radweg, die Radfahrer müssen ja ausweichen, weil da nicht genug Platz ist. Aber eigentlich zuständig hierfür ist das Ordnungsamt. Warum eigentlich? Weil für geparkte Fahrzeuge das Ordnungsamt zuständig ist. Kommen Sie denn darauf, dass Sie da nicht zuständig sein? Die Polizei ist wie überall in Berlin für alles andere immer zuständig. Ersatzzuständigkeit. Es gibt einen Zuständigkeitskatalog für Ordnungswidrigkeiten. Haben Sie vielleicht schon mal was davon gehört? Ich schon, ja. Ja? Ich frage mich jetzt gerade, ob Sie davon gehört haben. Ja. Weil wir haben eine parallele originäre Zuständigkeit. Weil eigentlich auch Sie. Also von daher verstehe ich nicht, warum Sie sich versuchen, da rauszugehen. Für ruhenden Verkehr ist normalerweise das Ordnungsamt. Ersatzweise. Nee, nicht ersatzweise. Ersatzweise. Parallel, beide originär. Ersatzweise sind wir zuständig. Nee, ist falsch. Das ist genauso, wie wir für alle anderen Sachen zuständig sind, wenn andere Behörden nicht erreichbar sind. Nee, macht falsch. Alles die Polizei. Ich sage Ihnen, die Quelle ist Zuständigkeitsverordnung zum OWG in Berlin. Da steht es drin, mal nachlesen. Ja. Ansonsten gibt es auch die Geschäftsanweisung, Regelfälle umsetzen. Da steht es auch drin, dass Sie originär zuständig sind. Also warum behaupten Sie jetzt irgendwas anderes? Sie sind Oberkommissar, Sie sollten es eigentlich wissen.